Geschätzte Damen und Herren von den Medien, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Medienkonferenz betreffend der Polizei und dem Justizzentrum. Im Vergleich zur heutigen Situation bringt der Bau vom POZ auf dem Areal Güterbahnhof in Zürich grosse Vorteile mit sich. Heute ist die Kantonspolizei auf rund 30 Standorte verteilt. Das POZ erlaubt die Zusammenführung von dieser Standort sowie auch Teile von der Strafverfolgungsbehörde mit dem Polizeigefängnis und dem neuen Bezirksgefängnis Zürich 2. Außerdem können durch die örtliche Zusammenführung erhebliche Synergien im Bereich von der Strafjustiz genutzt werden. Mit dem Bau wird nicht zuletzt das Kasernenareal für eine andere Nutzung frei und es kann endlich auf das provisorische Polizeigefängnis verzichtet werden. Und das Flickwerk mit den behelfsmässigen Renovierungsarbeiten an den jetzigen Gebäuden der Kantonspolizei hat dann ein Ende. Wie Sie sehen, treten heute gerade drei Regierungsräte auf, um Sie gemeinsam über den aktuellen Stand vom Projekt POZ zu informieren. Herr Dr. Hans Hollenstein und Herr Dr. Markus Notter als Vertreter der Nutzerdirektionen und ich von der Baudirektion. Vorher würde ich auf einen Punkt besonders eingehen, auf das dringliche Postulat vom Kantonsrat, das POZ durch unabhängige Experten prüfen zu lassen und dem Kantonsrat darüber Bericht zu erstatten. Zuerst einmal die erfreuliche Nachricht. Wir haben die Kosten für das POZ mit vereinten Kräften markant senken können. Das Projekt ist jetzt auf einem Stand, wo der Regierungsrat mit gutem Gewissen beschliessen kann, dem Kantonsrat für den Bau vom POZ einen Objektkredit zu beantragen. Der beträgt noch 568,6 Millionen Franken. Sie erinnern sich vielleicht, das Zürcher Volk hat im November 2003 das POZ-Gesetz angenommen und dort ist ein Rahmenkredit von 490 Millionen Franken zusätzlich teurig, was heute total 539 Millionen ausmachen würde, geschlossen. Im Februar 2009 ist dann die entsprechende und sehr grobe Kostenschätzung bei plus 95 Millionen gewesen. Heute sind wir bei 29,6 Millionen. Davon fallen 23 Millionen Franken auf normative Standarterhöhungen. Darunter muss man Entwicklungen im Baubereich vom Baustandard verstehen, die im Laufe der Planung obligatorisch geworden sind und darum von der Bauherrschaft nicht beeinflusst haben können. Es geht da unter anderem um feuer- und baupolizeiliche Vorgaben und solche, die mit dem Minergie-Standard zusammenhängen. Die Ausgaben abgezogen bleiben nach 6,6 Millionen Abweichung zum ursprünglichen Betrag. Wenn man sich die sechsjährige Dauer von diesem Planungsprozess beim finanziellen Gesamtvolumen von über einer halben Milliarde Franken vergegenwärtigen tut, meinten wir, ist die Abweichung vereinbar. Die markante Senkung der Mehrkosten hat vor allem drei Gründe. Erstens der Verzicht auf verschiedene Zusatznutzungen. Für das EJPD sind keine Räume mehr vorgesehen, die Spezialfahndung und der verkehrspolizeiliche Einsatzdienst von der Kantonspolizei wird entgegen der anfänglichen Absicht nicht im POZ untergebracht. Die ursprünglich geplante Einsatzzentrale der Kantonspolizei soll außerhalb des POZ mit der Verkehrsleitzentrale und der Einsatzzentrale Flughafen örtlich zusammengelegt werden. Zweitens hat es bei der Kostensenkung eine Rolle gespielt, dass seit Ende Februar 2010 mit dem Kostenvoranschlag vom Generalplaner eine exakte Kostengrundlage vorliegt. Ihre Genauigkeit liegt bei plus minus 5%. Im Februar 2009 sind es noch plus minus 15% gewesen. Und drittens, ein letzter wichtiger Punkt, das POZ, das Projekt, ist unter vereinten Anstrengungen ein weiteres Mal kostenoptimiert worden. Dafür haben wir beispielsweise die Statik überarbeitet und die Vertikalerschliessung mit den Stegenhäusern und den Liftschächten standardisiert. Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen.
Gebäudekosten inklusive Teuerung 430,5 Millionen. Die normativen Standarderhöhungen, wo wir also keinen Einfluss daran haben, 23 Millionen. Das gibt eine Gesamtkosten der Gebäude von 453,5 Millionen. Dazu, man braucht ja noch Land, ist der Kauf der Landkosten mit inklusive Teuerung mit 115,1 Millionen Franken, was dann die Gesamtkosten von Franken 568,6 Millionen ausmacht. Bevor wir jetzt aber zur Projektvorstellung kommen, möchte ich, wie angekündigt, etwas zum Postulat vom Kantonsrat sagen. Der Kantonsrat hat im März 2009 ein dringliches Postulat an den Regierungsrat gerichtet. Sein Anliegen war, das POZ durch unabhängige Experten überprüfen zu lassen. In drei Themenfeldern ist die Überprüfung erfolgt. Erstens über Projektorganisation, Prozess- und Betriebskonzeption, zweitens Standards und Qualitäten und drittens Wirtschaftlichkeit der Investitionen. Mit der Überprüfung der Themenfelder 1 und 2 sind externe Spezialisten beauftragt worden. Das Themenfeld 3 ist durch das kantonale Immobilienamt untersucht worden. Damit haben wir die besonderen Kenntnisse bezüglich Mietgeschäft, Richtlinien, Bewirtschaftung bei öffentlichen Bauten genutzt werden können. Bezüglich der Projektorganisation und dem Prozess hält der Auditbericht fest, dass das Bauprojekt POZ einen phasengerechten Planungsstand aufweist und Projektunterlagen umfangreich und detailliert vorliegen. Der Bericht stellt aber unter anderem fest, dass die eingesetzten Kapazitäten für das Gesamtprojekt bis Anfang 2009 teilweise unzurechnend gewesen sind. Die nutzerinterne Projektorganisation und gewisse Projektführungsinstrumente sind zum Teil ungenügend entwickelt gewesen. Die Erkenntnisse und die vorgeschlagenen Massnahmen der Untersuchung sind weitgehend aufgenommen worden und im Rahmen der weiteren Projektarbeit umgesetzt worden. Bei der Überprüfung des Betriebskonzepts hält der Bericht fest, dass mit dem überprüften Projekt die Vorgaben vom Gesetz für das POZ entsprochen worden sind. Die externe Überprüfung im Hinblick auf die gewählten Standards und Qualitäten bescheinigen dem Projekt eine wirtschaftliche und dem heutigen Stand der Technik entsprechende Konzeption. Verbesserungsvorschläge betreffen wenige Punkte, zum Beispiel Art, Form und Materialisierung der Fassadenverkleidung oder der Ausbaustandard im Bereich der Elektroversorgung. Diese Punkte werden dann möglich im Rahmen der Generalunternehmerausschreibung als Variante ausgeschrieben. Ein allfälliges Sparpotenzial ist auf rund 2-3% der Gebäudekosten geschätzt worden, was insgesamt rund 8-13 Millionen Franken entsprechen tut. Für die Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Investitionen ist die Immobiliennutzungskosten durch das Immobilienamt folgende Variante untersucht worden. Die Variante Status quo, das entspricht der heutigen Situation. Die Organisationseinheiten sind an mehreren Standorten, sowohl im kantonseigenen als auch im Mietobjekt untergebracht. Die Variante Status quo plus entspricht ebenfalls der heutigen Situation. Der zusätzliche erforderliche Flächenbedarf für Nutzungen gemäss Gesetz für das POZ wird aber dazugezählt. Damit meine ich zum Beispiel Zusammenlegung von der Polizeiausbildung von Stadt und Kanton. Dann die Variante Neubau bedeutet die Zusammenführung von rund 30 Standorten von Organisationseinheiten gemäss einem geplanten POZ-Projekt. Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung sind die Immobiliennutzungskosten von diesen drei Varianten untersucht worden. Die Prüfung hat ergeben, dass die Variante Neubau die im Gesetz für das POZ angestrebten Aufgaben und Zielsetzungen am wirtschaftlichsten erfüllt. Die jährlichen Nutzungskosten im POZ betragen insgesamt rund 35,6 Millionen Franken. Wenn man aber durch Mietverträge, die frei geworden sind, eigene Flächen in den bisherigen genutzten Objekten mitrechnet, ergänzen sich jährlich Netto-Nutzungskosten von rund
29,2 Millionen Franken. Das entspricht zufällig ziemlich genau dem Betrag für die Variante Status Quo Plus. Nutzungskosten von diesen beiden Varianten sind also ziemlich genau gleich hoch, nämlich durchschnittlich rund 261 Franken pro Quadratmeter Geschossfläche und Jahr. Zusätzlich muss aber Folgendes beachtet werden. Die Standortkonzentration in einem modernen Neubau bietet gegenüber einer dezentralen Anordnung der Nutzungen eine weit höhere Nutzungsqualität und ermöglichen zusätzliche Synergiegewinne, Effizienzsteigerungen und betriebliche Kosteneinsparungen. Ein Verzicht auf das POZ bzw. Standortkonzentration dürfte höhere Gesamtkosten für die verschiedenen Investitionsvorhaben bedeuten. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass das Bauprojekt POZ insgesamt eine gute Planung und Projektorganisation aufweist. Ein grosser Teil der Erkenntnisse und vorgeschlagenen Massnahmen haben wir bereits in die weitere Planung aufgenommen. Weitere Empfehlungen werden, wenn möglich, in die Ausschreibung für Generalunternehmerplaner berücksichtigt. Der Bericht Projektorganisation, Prozess und Betriebskonzept und Wirtschaftlichkeit der Investitionen sowie eine Zusammenfassung vom Bericht Standort und Qualität findet Sie übrigens auf dem Portal der Staatskanzlei unter www.news.zh.ch. Der gesamte Bericht Standards und Qualitäten dürfen wir im Hinblick auf die Ausschreibung für Generalunternehmer aus submissions- und vergaberechtlichen Gründen nicht veröffentlichen. Jetzt aber zum Projekt selber. Zur Ausgangslage bzw. darüber, dass die Kantonspolizei und die Organe der Strafverfolgung heute auf rund 30 Standorte in der Stadt Zürich verteilt sind, ist mit einem Schwergewicht auf dem ehemaligen Kasernenareal, wird Ihnen der Herr Kollege Hollenstein mehr sagen. Im neuen POZ soll die Kantonspolizei und Teil der Strafverfolgungsbehörden der Justiz räumlich zusammengeführt werden, was zur Nutzung von Synergien führen wird. Im Jahr 2000 ist eine Standortevaluation durchgeführt worden. Dabei sind 25 Standorte in Zürich auf ihre Eignung bezüglich Grösse, Verkehrserschliessung, Verfügbarkeit untersucht worden. Schließlich hat sich gezeigt, dass der Güterbahnhof das Areal dort am geeignetsten ist. Das POZ kommt ziemlich genau dort stehen, wo jetzt noch der ehemalige Güterbahnhof ist. Der muss also abgerissen werden. Die Baudirektion hat schon im Jahr 2005 auf seine Unterschutzstellung verzichtet und hat ihn aus dem Inventar von der Kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte von kommunaler Bedeutung entlassen. Sie sehen da die Situation aus der Nähe. Unten die Hohlstrasse, rechts Gleisdreieck, drin eingefügt das POZ. Oben links sehen Sie da eine weisse Lücke. Dort kann man das entlang von der Gleis angeordneten Gefängnis oberirdisch um zwei Gefängnisblöcke erweitern. Ansonsten wird das Ganze, der ganze Komplex, in einer einzigen Etappe realisiert. Links sehen Sie das Baufeld 2, wo nach grosszügigen Landreserven bietet wird. Das POZ ist in vielfacher Hinsicht ein außergewöhnliches Projekt, so auch in Bezug auf seine Dimensionen. Es ist mehr als 80 Meter breit und gegen 300 Meter lang und umfasst ein Gebäudevolumen von mehr als 500'000 Kubikmeter. Zum Vergleich, das Volumen vom Rathaus am Limmatquai beträgt gut 12'500 Kubik, also mehr als 40 Mal weniger. Vorgesehen ist Raum in dem POZ für 1850 Mitarbeitende und 310 Gefangene. Dass nicht alle von ihnen einen Parkplatz überkommen, das liegt auf der Hand. Vor allem selbstverständlich auch für Gefangene. Machen wir doch schnell eine Blitzführung von unten nach oben. Im zweiten Untergeschoss sehen Sie in erster Linie Parkplätze. Dann sehen Sie da eine Turnhalle und andere Sporträume. Sie gehören zu der Polizeischule. Im ersten Untergeschoss fällt vor allem die
Schleife von der Anlieferung und Erschliessung auf. Gegen Norden, also oberhalb des Komplexes, ist das Gebäude entsprechend abgesenkt. Daneben sehen Sie Parkplätze für Spezialfahrzeuge. Auch da sind Sportanlagen von der Polizeischule vorgesehen, außerdem mehrere Schiesskeller. Dazu kommt das Kriminalmuseum, das Forensische Institut, als Erwartelager und Räume für Kantons- und Sicherheitspolizei. Im Zwischengeschoss ist auch wieder ein Teil der Polizeischule. Man findet da hauptsächlich Garderobenräume und Lagerräume. Das Erdgeschoss ist für alle Funktionen vorgesehen, die als Basis für den Betrieb des POZ wichtig sind. Personenkontrolle, Marktplatz, Post, Hausdienst, Personalgewinnung, Gastronomie, EDV und die sogenannte Haftstrasse. Rot sehen Sie das Gefängnis, das durchgehend bis ins vierte Obergeschoss reichen. Getrennt voneinander sind die und Ausgänge der Mitarbeitenden und Besucher und der Ein- und Austritt der Häftlinge in Verbindung mit der Haftstrasse. Was auch auffällt, ist die Darstellung der vier Innenhöfe. Die nächsten drei Stockwerke sind relativ ähnlich strukturiert. Auf allen drei Ebenen gibt es Zellenblöcke und die Räume der Staatsanwaltschaft. Zudem Polizeischule, Forensik und die Räume für die Einvernahmepools, die sowohl von der Polizei als auch von der Justizbehörde zur Verfügung stehen. Links ist auf allen drei Ebenen die Kantonspolizei vertreten. Dazu sehen wir auch Räume und Labors von der Kriminalpolizei. Auch da nicht viel anders, rund ums zweite Atrium von links sind Räume für die Sicherheitspolizei. Da oben sind über Zellen die Spazierhöfe gesehen. Unten rechts liegt der Kommandobereich der Kantonspolizei. Vom fünften Obergeschoss an überragendsten charakterischen Aufbau sehen Sie den Komplex. In dem liegt der zentrale Konferenzbereich mit dem Rapportsaal und verschiedenen grossen Sitzungsräumen. Die Bereiche werden sowohl von der Polizei als auch von der Justizbehörde genutzt. Dazu kommen die Technikräume. Höher geht es nicht mehr und auch darum kann dort oben ein Helikopter landen. Sie sehen also den Komplex von beiden Längsseiten aus jetzt, oben von der Seite Hohlstrasse, unten vom Gleisfeld. Auf der oberen Darstellung sieht man dann den Aufbau mit den Konferenzräumen, darunter im Parterre den Eingangsbereich. Die untere Darstellung zeigt die Zufahrt im ersten Untergeschoss und rechts sieht man wieder die Lücke, wo gegebenenfalls ein Erweiterungsbau eingefügt werden könnte. Zum Terminplan. Abschließend möchte ich Ihnen noch einen Ausblick darauf geben, was uns in Zukunft erwartet. Der Terminplan erstreckt sich vom zweiten Quartal 2008 bis zur Inbetriebnahme im Jahr 2014. Der heutige Tag sehen Sie speziell markiert. Wir sind jetzt an einem Kulminationspunkt angelangt, wo sehr viel im weiteren Projektverlauf vom Kantonsrat abhängen tut. Erst wenn seine Bewilligung für den Objektkredit und eine rechtskräftige Baubewilligung vorliegt, kann das Bauland gekauft werden und mit dem Abbruch vom Güterbahnhof angefangen werden. Auch die hängigen Rekurs gegen das Bauprojekt könnten das Bauvorhaben noch verzögern. Unser Ziel ist, dass das POZ von Mitte 2011 bis Ende 2013 gebaut und ab 2014 etappenweise bezogen werden kann. Geschätzte Medienschaffende, ich hoffe, ich hätte Ihnen einen anschaulichen Einblick in die baulichen und finanziellen Aspekte von diesem außergewöhnlichen und anspruchsvollen Bau geben. Mein Kollege, Sicherheitsdirektor Hans Hollenstein, wird Ihnen jetzt erklären, welche Bedeutung das POZ für die Polizei hat. Im Anschluss wird er ein Wort an Kollega Notter geben, der dann für die Justiz reden wird. Bitte, Hans Hollenstein. Tatsächlich, meine Damen und Herren, die Polizei ist außerordentlich froh, wenn wir das Zentrum überkommen. Ein Blick auf die Kasernenwiese zeigt das ewige Providurium eines unschönen Polizeigefängnisses. Da kann man endlich verzichten, das ist ein langjähriges Anliegen.
Aber nicht nur das. Die Polizei kommt für die Zukunft Arbeitsräume über, die den Namen verdienen. Und zwar auf eine ganz lange Zukunft raus. Das zeigt schon die Geschichte von der heute ehrenwürdigen Polizeikaserne. Vor 110 Jahren ist die gebaut worden und wir sind heute noch drin. Der Polizeibestand hat sich mehr als verzehnfacht, die Anzahl Polizeileute, die tätig sind. Und das Einzige, was noch geblieben ist, sind eigentlich Zellen. Aber jeder andere Raum ist heute logischerweise anders genutzt, als man das ursprünglich einmal geplant hat. Es ist eine Hütte, die drin über die Jahrhunderte, über 110 Jahre geschaffen worden ist. Das POZ muss auch flexibel und ist flexibel konzipiert. Im Zentrum steht das neue Polizei- und Justizgefängnis. Das Gefängnis im Zentrum. Es ist ausgerichtet, das Gebäude auf die Arrestanten und die Leute, die direkt mit diesen Arrestanten arbeiten. Bedenken Sie, um welche Dimensionen das geht. Als ich das erst mal gelesen habe, vor 2 Jahren, habe ich selber gestaunt. Im Jahr geht es um 10'000 Eintritte. Sie hören richtig, ist kein Verschreiber. 10'000 Gefangene kommen in einem Jahr in das Polizeigefängnis. In Spitzentagen bis zu 70 Verhaftungen kommen dort zusammen. Und wenn man sich mal die Dimension anschaut, dann sehen Sie auch, wie wichtig das ist, dass man gerade für diesen Teil eine gute, betriebliche Lösung findet. Mit dem POZ schaffen wir ein Kompetenzzentrum gegen Kriminalität. Das ist der Leitgedanke. Berücksichtigt werden die heutigen Bedürfnisse der Polizei. Und darum gibt es logischerweise, weil die Polizei nicht stillsteht und das ganze Umfeld auch nicht, von dem Planungsprogramm vom Jahr 2010 auch gewisse Veränderungen. Worum geht es da? Man verzichtet auf die Unterbringung von Dienststellen, die man heute aufgrund von 10 Jahren später, aufgrund von heutigen Erkenntnissen, besser an einem anderen Ort platziert. Zum Ersten, die Spezialfahndung. Spezialfahndung, das sind die Leute von der Kantonspolizei, die die schweren Jungs verfolgen. Drogenkriminalität, Banden und so weiter, die müssen verdeckt arbeiten. Man muss lang zuschauen, bis man zupackt. Spezialfahndung ist alles andere als gescheit, wenn man die ganz prominent in dem POZ unterbringt, dass man sie ansieht und an die übrige Publikum, die dort ein- und ausgeht. Nein, Polizeitaktik falsch, muss an einem anderen Ort sein. Etwas Ähnliches, aber die darf man sehen, das ist der verkehrspolizeiliche Einsatzdienst. Macht es denn Sinn, wie ursprünglich angenommen, dass wir den schön in der Stadt rein haben und ein Notfall ist, ein Einsatz auf einer Autobahn oder irgendwo im Kanton Zürich, dass zuerst durch den Verkehrsabendverkehr mit durchschlängeln? Nein, es macht Sinn, dass der verkehrspolizeiliche Einsatzdienst aus einsatztaktischen Gründen möglichst nahe bei einem Autobahnanschluss ist. Und das Nächste ist die Einsatzzentrale der Kantonspolizei. Wir haben heute am Flughafen eine und wir haben eine Verkehrsleitzentrale und in der Polizeikaserne. Jetzt ist es so, dass es ohnehin Sinn macht, die drei einmal zusammenzulegen. Das ist eine Verbesserung, statt an drei Standorten und nur noch ein Standort. Mit der heutigen Elektronik und den Führungsmitteln macht das völlig Sinn, dass man die drei bisherigen Polizeieinsatzzentrale zusammennimmt. Und die ist Standort ungebunden. Und jetzt kommt etwas ganz Neues dazu in der ganz jüngsten Entwicklung vom letzten Jahr, dass am Flughafen aussen Feuerwehren vom Kanton Zürich zentral geleitet werden. Und auch die Sanitätsdienste werden dort aussen zentral geleitet. Also ist nichts anderes wäre sinnvoll, dass man die Kantonspolizei auch ins gleiche Gebäude tut. Wie gerade bei einem grössten Ereignis kann das gute Synergien und Absprachen geben. Und wie gesagt, statt dass man nach Kantonspolizei an 3 Standortzentralen hat, können wir jetzt alle 3 zusammenlegen. Das ist ganz fundamental gut. Nicht zuletzt aus künftigen betrieblichen Entwicklungen im Einsatz, aber auch geradezu aus Kostengründen. Sie können sich gerne vorstellen, dass das auch Ersparnis gibt im laufenden Betrieb. Mit dem heutigen
Projekt, das wir Ihnen präsentieren, hat ganz enorme Vorteile. Ich tue Ihnen die 5 wesentlichsten, die kann man an einer Hand abzählen, schwerpunktmäßig zusammenfassen. Das POZ ist, wie gesagt, optimal angelegt für den Umgang mit Arrestanten. Kurze Wege zur Polizei und Justiz tun, dass die Transportwege in der ganzen Gegend umeinander verringern. Es ist alles andere als sinnvoll, die Leute, die Gefangenen, immer wieder zu verladen, zu der Staatsanwaltschaft zu führen, zurück zu der Polizei, ins Gefängnis. Das braucht Arbeitszeit, das braucht Betriebspersonal, Sicherheitsleute und nicht zuletzt ist auch immer ein Sicherheitsrisiko, die Leute umeinander zu fahren. Zweiter wesentlicher Punkt. Die rund 30 Organisationseinheiten, Sie sehen es auf der Folie, die hier auf Stadtgebiet Zürich sind, aber auch noch weitere. Wir müssten viele grössere Karten sehen, darum haben wir hier unten noch weitere Punkte mit diesen Kästchen aufgeführt. Die sind überall in der Stadt oder in anderen Gebieten vom Kanton heute da. Die tun wir konzentrieren an einem Ort, an einem Punkt im POZ. Und mein dritter wesentlicher Punkt ist, es gibt einen Effizienzgewinn für die Polizeiarbeit. Allein die Zusammenlegung für die mit der Staatsanwaltschaft und Jugendstaatsanwaltschaft am gleichen Ort bringt einiges. Der vierte Punkt, den ich ins Feld führe für das POZ, das ist, dass wir das Forensische Institut, das tun wir jetzt schon seit dem 1. März, arbeiten die zusammen, aber noch quasi Türe nach Türe und künftig in die in ein forensischen Institutsgebäude innerhalb des POZ und die Arbeitsabläufe sind dann auch so optimiert. Es gibt nicht mehr ein Nebeneinander, sondern alles integriert unter dem Namen Forensisches Institut Zürich. Und der fünfte Punkt, den ich in die Waagschale rühre, zugunsten von dem POZ, ist der Standort für die neue Polizeischule. Auf die ist auf ganz gutem Weg und das ist klar, dass wir die machen. Wenn wir dann alle Theorieräume können zusammenfassen in dem POZ, ist das wiederum eine ganz gute Sache. Zusammengefasst. Ich stehe voll hinter dem POZ. Es ist nicht ein Wunsch, sondern klar, aus unserer polizeilichen Sicht sind wir angewiesen auf eine zukunftsgerichtete Lösung. Wir müssen nicht vorne gerade runterschauen, sondern auf die nächsten 100 Jahre gerade führen und dann für die Polizei und die Justiz eine gute Arbeitsgrundlage, ein gutes Gebäude zu schaffen. Danke. Danke, Herr Baudirektor, Herr Sicherheitsdirektor. Meine Damen und Herren, darf ich zuerst, bevor ich zu den Aspekten vom Nutzer Justizdirektion komme, als Sesselkleber in der Runde, einfach nochmal daran erinnern, wie eigentlich der Weg war, dass wir heute da sind, oder? Dass man das nicht ganz vergisst. Ich bin schon dabei gewesen, wo wir mit dem Baudirektor Hoffmann den Rucksack, Herr Bitterli, vorgestellt haben, hinter Kasernen anhängen. Damals etwas über 70 Millionen. Ich nehme an, wenn man das aufrechnet, teuerungsmässig heute weit über 100 Millionen. Wo man gesagt hat, das ist der Standort Polizei, ein bisschen Justiz. Auch noch und insbesondere auch der Ersatz für das provisorische Polizeigefängnis auf der Kaserne. Es war eine gedrängte Geschichte. Wir haben damals gewusst, es gäbe Ideales, aber wir haben uns eigentlich nicht getraut, sag mal, von dem Standort Kaserne wegzukommen. Obwohl ja aus der Quartierbevölkerung etc. immer wieder gesagt wurde, das ist eigentlich falsch, dass die Kaserne so genutzt wird. Wir sind damals im Kantonsrat böse aufgelaufen. Nicht Eintretensentscheid vom Kantonsrat sagen, das ist nichts. Machen etwas anderes, etwas Grosszügigeres, etwas Definitives und das Gebastel mit dieser Kaserne vergessen das. Das war eigentlich der Auftrag. Dann sind wir auf die Suche gegangen, es ist gesagt worden, die Standort und. Haben dann das Rahmenkreditgesetz präsentiert für das Polizei- und Justizzentrum und haben wirklich können sagen, das ist ein Stück weit der Befreiungsschlag. Für die Nutzer auf der einen Seite, aber auch für die Kaserne, Kasernenwiesen auf der anderen Seite. Das war auch nicht unumstritten, aber hat im Kantonsrat eine grosse Mehrheit gefunden. Und dann ist, man kann im Nachhinein sagen, zum Glück das Referendum ergriffen worden gegen das Gesetz. Und man hat in einer Volksabstimmung können
darlegen, wieso braucht es das Polizei- und Justizzentrum. In der Volksabstimmung ist die Vorlage grossmehrheitlich angenommen worden und der Auftrag ist erteilt worden, dass wir auf dieser Basis weiterarbeiten. Ein Rahmenkredit ist bewilligt, es ist gesagt worden, ein Rahmenkredit ist bewilligt und im Gesetz heisst, dass dann quasi für die Freigabe vom eigentlichen Baukredit der Kantonsrat zuständig ist. Es hätte auch der Regierungsrat sein können. Es ist jetzt der Kantonsrat. Aber es ist klar, es gibt einen gesetzlichen Auftrag, das jetzt durchzuführen. Ich bin froh, dass wir heute einen Objektkredit und ein Projekt können präsentieren können, das sich vollständig innerhalb von dem Rahmenkredit bewegt und wo der gesetzliche Auftrag wirklich zur Gänze erfüllt wird. Und ich glaube, wir müssen auch sehen, wir sind da jetzt auf einer Etappe in einem längeren Prozess, wo es jetzt eigentlich noch darum geht, das zu vollenden, wo die Stimmberechtigten im Kanton Zürich schon mal beschlossen haben. Was heisst das jetzt für den Bereich, wo ich die Hauptverantwortung trage? Es ist schon gesagt worden, auf der einen Seite wird mit dem Polizei- und Justizzentrum die Zusammenarbeit von der Strafverfolgungsbehörde mit der Polizei wesentlich verbessert. Wir werden im POZ die vier Spezialstaatsanwaltschaften, die heute schon den Standort Stadt Zürich haben, können zusammenfassen. Darunter auch die Staatsanwaltschaft 4, die sich mit dem Gewaltdelikt befasst, wo quasi die schwersten Angeschuldigten oder die Angeschuldigten mit den schwersten Delikten ansässig sind. Also die werden dort drin sein und da werden die Sicherheitsprobleme, die geschildert worden sind mit Transport etc., wesentlich verringert. Wir haben auch, das war aus dem Plan heraus zu sehen, mit den Einvernahmepools, Möglichkeiten von Synergien zwischen Kriminalpolizei einerseits und Staatsanwaltschaft andererseits. Die neue Strafprozessordnung vom Bund, die auf der 1.1.2011 in Kraft tritt, wird auch die Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei verändern und wird auch die Zusammenarbeit verstärken. Es wird so sein, dass gewisse Einvernahmen künftig von der Polizei können und müssen durchgeführt werden, und bis anhin nicht haben können durchgeführt werden. Auf der anderen Seite ist auch die Leitungs- und Koordinationsfunktion der Staatsanwaltschaften im polizeilichen Ermittlungsverfahren gestärkt worden. Es braucht eine engere Zusammenarbeit und es ist relativ leicht einsichtig, dass wenn man räumlich zusammen ist, dass sich das auch besser realisieren lässt. Also wir sind außerordentlich froh, dass wir mit der Umsetzung auch von der neuen Strafprozessordnung, wenn auch 2 Jahre später oder 3, wahrscheinlich 3, dann die räumlichen Voraussetzungen haben, um die Zusammenarbeit effektiv zu verbessern. Der Gefängnisteil, da ist auch schon darauf hingewiesen worden, wird künftig einheitlich geführt werden unter der Verantwortung vom Justizvollzugsamt. Also auch der Teil, der von der Funktion her Polizeigefängnis ist. Heute haben wir das getrennt. Polizeigefängnis unter der Leitung der Sicherheitsdirektion und Untersuchungsgefängnis unter der Leitung der Justizdirektion. Es macht keinen Sinn, da haben wir uns sehr früh darauf einigen. Es macht keinen Sinn, 2 unterschiedliche Gefängnisbetriebe im gleichen Areal zu haben. Es wird noch ein Gefängnisbetrieb geben. Wenn man da auch ein bisschen Zahlen anschaut, dann muss man feststellen, dass die geschlossenen Gefängnisbetrieb in der letzten Zeit wieder stark unter Druck gekommen sind. Wir haben eine Überbelegung gesamtschweizerisch. Wir haben im Kanton Zürich auch eine relativ angespannte Situation. Das wird ein bisschen verbessert mit den rund 70 Plätzen, die wir in Dietikon können in den nächsten Wochen eröffnen. Aber es zeichnet sich ab, wenn wir auch die Kurven anschauen, dass es eine Notwendigkeit gibt für zusätzliche Plätze, zumal das provisorische Polizeigefängnis auf der Kasernenwiese irgendwann weg muss. Die Baubewilligung ist befristet und das Verwaltungsgericht hat, glaube ich, deutlich gemacht, dass eine Verlängerung eigentlich nicht mehr wirklich
in Frage kommt und man nur noch auf Zusehen hin das eigentlich kann betreiben, weil es die Anstrengungen gibt, mit dem POZ-Ersatz zu schaffen. Das ist eine erste Notwendigkeit. Das Zweite ist, wir haben im Gefängnis Zürich, also im alten Standort, Bezirksgebäude in Zürich, ein Hofprovisorium, ein Einbau, das auch nur provisorisch bewilligt ist, Grössenordnung 30 Plätze. Da wird ersetzt werden. Sie wissen, dass man in der Strafanstalt Böschwies aus diesen Platz nicht raus 56 Plätze haben, Doppelbelegung müssen einrichten im Erweiterungsbau. Das stehen wir unter Druck vom Bundesamt für Justiz, das sagt, das ist eigentlich subventionswidrig. Wir haben seinerzeit für Einzelzellen subventioniert. Das widerspricht auch unseren Vorgaben, die wir gemacht haben, Bundesamt für Justiz. Es gibt auch Berichte von unserer Geschäftsprüfungskommission, die sagt, es ist eigentlich ein Zustand, der auf Dauer nicht beibehalten werden soll. Die 56 Plätze, die können wir auch nur dann aufheben, wenn es wirklich einen Ersatz gibt. Darum sind wir dringend angewiesen auf die etwa 130 Plätze Polizeihaft, rund 160 Plätze Justizhaft, wenn man das in der längeren Entwicklung und unter dem Aspekt vom Ersatz von der heutigen provisorisch betriebenen Einrichtungen anschaut. Gefängnis, das ist auch schon gesagt worden, in dieser Nähe zu der Polizei und zu den Strafverfolgungsbehörden hat natürlich ganz grosse Vorteile. Wir werden auch Haftrichter-Dependance dort drin können haben, die auch nochmal einmal Synergien bringt und Sicherheitsrisiken minimiert. Wir werden selbstverständlich auch einen neuesten Stand von der Technik haben in so einem neuen Gefängnis. Und werden durch das, glaube ich, auch einen Beitrag können leisten für die Sicherheit in dem Kanton. Also beide Aspekte sind für uns sehr wesentlich, sind wirklich matchentscheidend. Man muss sagen, wenn das nicht käme, dann wüsste ich nicht, wie wir unsere Aufgaben künftig vernünftig könnten erfüllen. Das POZ ist eine Notwendigkeit, ist absolut unentbehrlich. Und ich freue mich darum auch, dass es uns gelungen ist, hier jetzt eine Vorlage zu präsentieren, wo, so gehe ich davon aus, auch im Kantonsrat in der Folge von den Entscheidungen, die schon gefällt worden sind, zweifellos mehrheitsfähig wird sein. Danke.